Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Starsand in den Survival-Wochen. So, es wird auf jeden Fall Nacht, weil es wird kühler. Habe ich zumindest so das Gefühl, obwohl jetzt wieder sagt, es wird wärmer. Puh, ja, wir sind auf dem Weg Richtung Heimat. Zumindest ist das der Plan. So, wir sind jetzt ungefähr... Ich werde hier gleich auf jeden Fall hart rechts crossen müssen, ne? Weil wir haben, ihr seht, halbes Wasser. Okay, wir haben zur Not Kokosnüsse mit. So, da ist jetzt das Ding. Okay. Alto Belly, ey. Ich zweifle gerade ein bisschen. Ich glaube, ich muss ganz knallhart hier rechts. Aber ich gehe jetzt erst hier einmal auf die Düne hoch. Ja, ihr seht, die Temperatur fällt, es wird langsam Nacht. Oder die Sonne geht unter, es wird kühler. Genau, hier sind wir doch richtig. So, da ist die andere Ruine, wo wir waren. Da ist das Komische, was ich nicht weiß. Und dann ist hier irgendwo unsere Oase eigentlich. Da unten. Alter, ist schon krass, ne? Wenn du stehst 10 Meter da, siehst du nichts. Ja, heavy, ey. Okay, dann können wir aber auf jeden Fall noch zu dem Teilchen da gehen. Ja, die Pyramide überrascht mich ein bisschen da ganz hinten. Also es muss eigentlich noch irgendwo anders eine sein, die hier näher ist. Klar, sonst werden wir da mal hinlatschen, keine Frage. Balsam-Effekt ist nach. Ach, der Effekt war noch an, deswegen. Okay, dann haben wir ja vielleicht sogar noch mehr Zeit. Ja, es wäre halt gut, wenn wir jetzt nochmal irgendeine Oase sehen, finden würden, ne? Ich meine, ich weiß, wie wir zu der anderen zurückkommen. Das ist nicht das Problem. Das würden wir hinkriegen. Weil hier ist die Ruine, wo wir waren. Dahinter ist der Pfosten. Wenn wir da weitergehen, kommt nochmal so einer. Nochmal ein Stück weiter kommt die Oase. Und das bedeutet, hier ist unsere Oase jetzt. So, dann ist diese komische Höhle. Boah, ich müsste die Karte jetzt echt so drehen. Die Höhle müsste da sein, in diese Richtung. Und da müsste die Pyramide eigentlich... Ja doch, das könnte die dann doch sein, die wir da hinten gesehen haben. Ja, könnte passen. Könnte passen, ey. Ja, das ganze Problem, was ich gerade habe, ist halt einfach Stein. Wenn wir Steine hätten, könnten wir halt auch jetzt in der Nacht dann weiter. Also ich könnte einfach weiterlaufen. Wäre gar kein Problem. Klar, wir müssen Wasser auffüllen, aber dann könnten wir halt direkt weiterziehen. Weil dann könnten wir unterwegs ein Campfire machen, aber ihr habt es letztes Mal gesehen, dass das Risiko, dass wir dann... Ja, fast erfrieren, nur noch halbes Leben haben, dann so ein Wurm kommt oder dann ein Sandsturm kommt oder so und wir tot sind, ist sehr hoch. Ja. Ich habe gerade so ein bisschen das Gefühl, ich übersehe halt einfach irgendwas wegen Stein. Aber ja, Lehm haben wir hier. Tonerz, bis der Arzt kommt.
Na gut, jetzt hier wird jetzt noch nichts nachgewachsen sein innerhalb von den paar Stunden, die wir weg waren. Naja, ich würde erstmal sagen, wir speichern erstmal. Wir haben ja gut was geschafft. Ist doch schon mal nice. Ich hätte mal noch meine Flasche schon mal auffüllen sollen. Das wäre auch schlau gewesen. Kokossamen packen wir mal hier mit rein. Und den Kochtopf packen wir erstmal hier mit rein. So, ansonsten haben wir 15 Lehm. Wir haben Stoffe, wir haben Bretterchen. So, wegen Stoffen müssen wir jetzt gleich mal gucken. Wir haben jetzt schon eine Axt auf Tisch. Ist natürlich super, aber die macht auch nicht mehr lange. Ich gehe trotzdem eben die Flasche auffüllen. Man weiß ja nie, was so passiert. Ich würde jetzt hier mal kurz warten, ob hier ein paar Tiere kommen. Weil dann würden wir jetzt in der Nacht noch ein paar Tiere versuchen. Das wäre so der Gedanke. Ansonsten, ja, werden wir halt schlafen müssen. So, aber wir können ja mal gucken. Wir haben jetzt ein paar Sachen neu hierbei. Ach so, genau, das Sandboard hätten wir ja mal antesten können. Holzbrett und Tauwerke. Das können wir doch auf jeden Fall machen. Schmeiß mal genau ins Gesicht oder was. Ja, man muss halt auch echt ein bisschen gucken, ne? Wir sind ja hier echt schon irgendwie eingeschränkt mit Ressourcen. So, genau. Jetzt machen wir erstmal das fertig. Dann gucken wir mal wegen den Objekte, der Ofen. Da brauchen wir nur Tonerz. Ja, das haben wir doch. Geil. Brunnen, Lehmziegel, Holzbrett, Tauwerk. Stein, Tonerz. Ja, Jungs, Stein ist halt ein Problem, ey. Bauernhofgrundstück. Eine kleine Fläche zum Aussehen von Samen, Holzbrett und Tauwerk. Webstuhl. Baumstamm, Stock, Tauwerk. Warum habe ich den noch nicht gebaut? Ja, weil ich Holz und so brauche. Wir müssten echt zu der anderen Oase einmal zurück. Ja gut, da werden wir dann Lehmziegel drin machen können, ne? Dann könnten wir uns auch einen Brunnen machen. Du musst einen Platz finden mit einer Wasserquelle drunter. Ja, auch krass, ey. Ja, vielleicht gibt es so hier noch diesen ultimativen Bauplatz irgendwo, ne? Das ist Erkunderfieber packt mich hier halt. So, das Ding werden wir auf jeden Fall mal antesten. Das können wir erstmal wegpacken. Jetzt stellen wir erstmal den Ofen auf. Ist das was, was wir in den Bude stellen? Ja, anscheinend ja. Okay, wäre natürlich cooler, wenn jetzt seine Ecke stehen würde, aber das stellen wir jetzt halt hier erstmal neben. Okay. Naja, gut. Aber vielleicht können wir da sogar auch Fleisch machen. Problem ist natürlich Holzen, wa? So. Aber warte mal. Das ist nervig. Also das Teilen könnte man noch ein bisschen. Ja gut, da werden wir jetzt Lehmziegel kriegen, denke ich mal. Die Frage ist, aber wir haben ja auch Eisenerz. Können wir das vielleicht auch einschmelzen? Metallerz. Warten wir eben einen ab hier.
Boah, habe ich das einen Duplizierbug genutzt oder was? Okay. Okay. Das ist schon mal easy. Die Frage ist, was können wir mit den Lehmziegeln machen? Ja gut, das könnten wir natürlich auch mal ausprobieren hier. Pass mal auf, das machen wir auch mal. So, pass auf. Mal eben auf. Dann konsumieren wir das. Dann droppen wir das wieder. Machen das kaputt. Dann brauchen wir das hier. Dann stellen wir mal zwei her. Okay, nice, ey. Naja. Ich hätte jetzt leider nicht gedacht, dass in der Wüste das Problem da ist, dass wir Steine nicht haben. Das wundert mich schon ein bisschen, ey. Oder ich übersehe halt wirklich was. Möchte ich gar nicht abstreiten. Okay, okay. Aber dann haben wir jetzt auf jeden Fall hier ein bisschen Zeug liegen. Wie wir es gebrauchen können, I don't know. Oh, können wir nicht reinpacken. Schade. Okay. So, was ist hier los? Wow, der braucht halt so viel Holz für Essen kochen, Alter. Das Ding brennt eine Stunde gefühlt mit einem Hautstamm. Und das Campfire irgendwie 2 Minuten, Alter. So ein Witz, ey. Will mal aber was ausprobieren. Okay, es geht nicht. Ja, das ist schön gewesen. Okay, was gibst du uns jetzt? Machen wir ihn erstmal aus hier. Okay, das ist die Fackel immer. Ich denke immer, da kommt irgendein Vieh an. Stellt 40 bis 50 Gesundheit wieder her. Okay. Wir haben auf jeden Fall Heilung gefunden. Perfekt, Alter. Perfekt. Nice, nice, nice. Und ein bisschen Durst, aber. Da ist keine Präferenz drauf. Sehr, sehr gut. So, sind Tiere da? Sieht nicht so aus, ne? Ich glaube, es ist auch immer da, wo man dann sich rumtreibt, sind keine Tiere. Wenn sie wieder zu anderen Dingens gehen würden, wären wahrscheinlich Tiere. Aber wie gesagt, das Problem ist die Hitze oder die Kälte, besser gesagt. Von daher werden wir jetzt nochmal speichern, werden nochmal safen, weil ich will euch ja auch noch ein bisschen was zeigen. Wir haben jetzt nur noch die Folge und noch eine, dann war's das. Dann haben wir 7 Folgen voll. Muss dann nochmal F drücken. So, perfekto. Ja, was haben wir jetzt an Essen?
Bestimmte Art von Technologie, ja. Frage für was? Ich würde hier auf jeden Fall mal ein bisschen was mitnehmen. Bei Fleischen haben wir nur zwei. Gut. Damit können wir uns nämlich jetzt einmal voll essen. So. Ja, ich habe noch eine Salbe, die wir zünden können. Das war's dann auch. Wo die Pyramide ist, wissen wir. Zumindest diese eine. Von daher würde ich sagen, gehen wir jetzt einfach in eine andere Richtung, weil das haben wir schon gesehen jetzt hier in den Siebpullen. Ich meine, klar, wenn ich jetzt so ins darum gehen würde, dass ich hier weiterspiele, würde es schon Sinn machen, jetzt da erst wieder zur Pyramide zu gehen und das Ding zu looten. Steckt da noch ein Speer von uns? Aber so gehe ich lieber die andere Richtung und gucken mal, ob wir noch ein bisschen aufklären können. Ob wir vielleicht noch mal was anderes Cooles finden. Und wir testen jetzt hier das alte Dünen-Dingen an, wenn wir hier oben sind. Also ich denke, eine Düne hoch können wir damit nicht rutschen, aber ich denke, wir können hier eine Abfahrt machen. Wenn wir zumindest mal irgendwo runter wollen. Gehen wir erstmal da noch weiter hoch. Ich muss jetzt ein bisschen gucken, nicht, dass ich jetzt zu der Ruine laufe. So, mal gucken. Wow, jetzt gib mir doch mal was, wo ich runterfahren kann. Nee, aber ansonsten, ich meine, wir sind jetzt in der vorletzten Folge. Also grundsolides Spiel bisher, muss ich sagen. Ist auch wieder traurig. Hier ist die andere Pyramide, guck mal. Alter, wollte ich doch sagen, dann war das da hinten doch eine andere Pyramide. Okay, ich werde die auf jeden Fall eben markieren. Gut, wenn wir da sind, können wir auch eben die vier Behälter looten. Machen wir uns nichts vor. Okay, also lenken geht gar nicht irgendwie. Oder ich bin zu dumm. Naja, aber wir kriegen auf jeden Fall Speedy drauf, Backup. Ja, doch, so ein bisschen lenken können wir. Okay, ich darf halt nicht gleichzeitig nach vorne drücken. Die Frage ist, was macht er, wenn er keine Ausdauer mehr hat? Aber schon geil gemacht, oder? Easy. Ich sag ja. Grundsolides Spiel. So, jetzt sollten wir eigentlich ein bisschen runterkühlen hier, hoffe ich. Gut, man sieht am Tag auch nicht viel mehr, ne? Aber wir looten mal eben die paar Loot-Container, die hier waren. Ja, siehst du, jetzt kühlen wir auch ein bisschen runter. Perfekt. Bier nochmal. Ach, guck mal hier. Mit Rechtsklick. Also, ich war ja schon so ein bisschen beim Fazit. Noch ein Fernrohr. Ja, vielleicht können wir das grabben oder so. Ich weiß es nicht. Letztes Mal hatten wir doch aber auch noch eine Schriftrolle hier gefunden. Oder war das S hier oben? Ja, da war auf jeden Fall das Gemälde da an der Wand. Ist halt mal ganz interessant zu sehen, ob
immer die gleichen Sachen da sind. Gut, dass das gleich ist, ist klar. Der Sandbohrer. Genau, und hier hatten wir noch eine Axt. Okay, das ist gleich. Ah, wir haben Pfeile. Super nice. Und Axt ist auch nice. So, das war's hier, ne? Genau, da haben wir nochmal die Schriftrolle. Da sind die beiden Wege, wo wir nicht weiterkommen. Oh, ich hätte einen Eisenbarren mitnehmen können. Haben wir doch gefertigt gemacht. Ah, dann hätte sich das doch noch mehr gelohnt. Okay, ich glaube, das ist dasselbe wie letztes Mal, ne? Das ist, glaube ich, eher ein Ofen, oder? Feuerstelle. Also zum Kochen, meine ich. Eine Lehmbasis. Ach so, für ein Lehmhaus. Okay. Ja, was das mit den Käfern auf sich hat, weiß ich noch nicht. Habe ich noch nicht verstanden, Leute. Wir könnten den Bohrer machen. Gibt dann sogar ein Käferinventar. I don't know. Gut. Hier müsste ich dann noch mal mit Barren hin. Wenn wir die dafür opfern wollen. Okay, hier drin können wir das nicht nutzen. Ist halt super interessant, oder für mich, ich bin ja so neugierig, was dann da kommt noch, ne? Dass halt wirklich richtig tief reingeht noch, oder ob dann einfach nur ein Raum ist oder so. Schon mega. Okay, warte, ich wollte den Dingens hier setzen. So. Das ist ein bisschen tricky manchmal hier. Ich würde ihn halt schon hier um die Ecke setzen wollen. Da ist er ein bisschen safer. So sandsturmtechnisch. Aber dann machen wir es einfach so. Map. So. Pyramide, das würde ich mal. Aber es ist ja auch keine Oase. Hier ist eigentlich eine Oase. Und dann machen wir das dahin. Oh, das wird jetzt tricky. Den lösche ich mal. Kann ich nicht, oder was? Doch, so. Der muss dann tacken runter. So, hier wohnen wir. Da ist diese komische Dingenshöhle und hier ist die Pyramide. Also von der Pyramide aus muss ich einfach nur gerade rüber, komme ich genau zur Oase. Das heißt, ich müsste die Map so ein bisschen drehen. Das würde bedeuten, von unserer Oase müsste ich nach links gehen, um da hinzukommen. Naja, wir gehen jetzt hier einfach mal weiter. Wir gehen hier mal die Düne hoch. Ich nutze jetzt auch hier meine Salbe. Was sagen, haben wir kein Wasser mit, ey. Können wir eigentlich auch schon mal hier reinsnacken. Gut, man könnte natürlich auch nochmal hier gucken, ob wir da auch weiterkommen. Oder ob da noch irgendwie ein Raum ist. So, den letzten Schluck würde ich mir gerne aufheben. Wenn es mal schnell gehen muss, können wir jetzt lieber gleich irgendwie ein, zwei Kokosnüsse stark klar machen. Weil wir haben ja auch eh ein bisschen Hunger. Ja, und wenn ich mir dann jetzt noch vorstelle, so wir haben irgendwann ein Kamel, womit wir hier rumreiten können. Alter Belly, würde ich schon, ja, ich will jetzt nicht einmal ganz rumlatschen um das Ding. Also ich weiß es nicht, aber da, wo es so ein bisschen dunkler ist, denke ich, ist sehr wahrscheinlich Maprand, aber.
Müssten wir halt auch mal hinlatschen wahrscheinlich. Naja gut, wir latschen hier mal die Düne da hoch. Vielleicht finden wir noch irgendwas. Aber ansonsten, wie ich schon sagte, grundsätzlich, also Performance gar kein Problem. Tiere waren auch relativ solide gemacht, die wir bisher gesehen haben. Wir haben ja noch nicht viele gesehen, leider. Die Würmer auch okay. Ja. Und wie ich schon mehrmals sagte, für mich auf jeden Fall mal, ja, einfach mal ein anderes Setting. Ja? Ich meine, wir haben immer sonst das Standard-Setting. Ansonsten haben wir mal Swan the Deep mit so ein bisschen Insel-Setting-mäßig. Gut, es gibt noch Subnautica, was ich noch nie gespielt habe. Werden wir deswegen in den Survival-Wochen auf jeden Fall erleben. Mit einem Unterwasser-Setting, was eigentlich so gar nicht meins ist. Aber so ein richtiges Wüsten-Setting gab es halt auch noch nicht, ne? Und das Problem ist, wie ihr seht, sehen wir nichts. Das Problem ist, das kann halt einfach irgendwo zwischen den Dünen was sein, ja. Na gut, das war jetzt nicht der Plan. Ich wollte eigentlich schon hier runter. Klappt aber auch so semi. Da muss man schon so die richtige Stelle finden. Aber dann ist es auf jeden Fall schon witzig. Und ihr seht, mit der Salbe geht es so gerade eben. Ne? Wir können es aushalten in der Sonne. Problem ist, wenn das gleich nachlässt und wir hier noch rumtingeln. Damit es kritisch werden. Aber oh, da hinten ist noch mal was. Was weiß ich nicht. Kriegen wir hier Speed drauf oder nicht so? Ah, ein bisschen. Ja, auch nur eine kurze Strecke. Und man muss schon einen guten Orientierungssinn haben. Oder man muss halt oben rechts mit dem Kompass arbeiten. So, ja. Wäre cool, wenn da irgendein Gebäude wäre. Wir können froh sein, dass gerade Wolken am Himmel sind. Wäre cool, wenn da irgendein Gebäude wäre, dann könnten wir da mal kurz ein bisschen Schatten mitnehmen. Dann könnte ich ein paar Kokosnüsse aufmachen. Boah, das sind echt die Ruinen, wo wir waren, oder was? Dann war das doch nur diese eine Pyramide, die wir gesehen haben. Ja klar, da ist der Berg. Die sehen halt auch genauso aus. Von der Aufmachung her. Ja. Okay, scheiße. Naja, das sind die. Dann sind wir jetzt einmal. Einmal umsonst gelatscht. Ja. Das sind die, ey. Krasse Scheiße. Okay, kriegen wir keinen Speed drauf. Ja, ich weiß, du hast Durst, Alter. I know this. Komm hier. Ihr habt's gesehen, ne? Da steigt halt die Dingens gar nicht mehr. So, der Skorpion ist auf jeden Fall schon wieder da. Ich hoffe, der Wurm nicht. Ja, gut. So. Eieieiei.
Okay. Dafür haben wir vorgesorgt. Gibt uns das eigentlich auch Essen? Nee, nee, wirklich nur Gesundheit, okay. Ja gut, aber Kokosnüsse ist ja nicht wirklich das Problem. Okay, dann war das echt die Pyramide, die wir gesehen haben. Eieiei. Alter, wir sind schon wieder bei 31 Minuten. Gut, Leute. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen der Map abgedeckt. Also, das Ding müsste dann eigentlich hier sein, oder? Die Ruine. Alter, ich bin gerade echt so ein klein wenig verwirrt. Wir hätten da auch noch einen Marker setzen müssen. Aber ich brauche jetzt, also jetzt müsste ich halt erstmal echt zu der, gut, zu unserer Oase müssten wir jetzt hier weiter, dann so schräg, aber wir können jetzt eigentlich auch einfach hier durchgehen. Da sollten wir zu unserer Oase kommen. Die ist ja, wenn da die Dingens war, da die Pyramide, ist sie halt so einfach neben der Pyramide gesehen. Vorhin sind wir ja da lang gelaufen mehr, von daher. Vielleicht liegt noch irgendwas hier zwischen, was da zwischen den Dünen nicht... Alter, nicht gesehen haben. Machen wir Ausdauer voll. Eieiei. Gut. Aber wie es hier weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge.